wenn ich das so brenne, aber die Zwiebeln. Also haben wir so einen kleinen Haufen hier gemacht. Mein Gyros wächst und gedeiht auch. Da mache ich jetzt die anderen Zwiebeln mit rein. Und den Paprika, den ich mir geschnitten hatte. So, jetzt schneide ich das schön da unter. Ihr könnt jetzt schon sehen, dass die Zwiebeln sich aufteilen in die einzelnen Ringe. Das wird gleich noch mehr, die lösen sich gleich komplett in einzelne Ringe auf. So, und jetzt lasst ihr das Ganze schön mit Anbrunst brutzeln, damit der Geschmack sich auch wirklich verteilt auf alles. Jetzt lassen wir es weiter braten. Wir gucken mal an unseren Pommes. Zwischendurch mal ruhig ein bisschen auflockern, die Pommes. Das ist ganz wichtig, dass die nicht so zusammenkleben. Und dann wieder zu damit. So, dann machen wir hier mal weiter. Als nächstes haben wir unser Tzatziki. Tzatziki. Immer so eine philosophische Frage, wie spricht man das aus? Den kann man übrigens auch fertig kaufen. Was kostet so eine Schale? Ich glaube, 1 Euro oder so, ne? 1,60. Also es ist wirklich nicht teuer, so ein Tzatziki. Den kann man, ich habe den dann noch verfeinert. Das heißt, ich habe da noch Gurken mit reingemacht und noch ein bisschen nachgewürzt das Ganze. So. Jetzt sind wir auch fertig. So, bei unseren Pommes gucken wir mal. Die haben schon eine relativ schöne Farbe. Die brauchen jetzt so also gute eine Minute. Das heißt, ich nehme die jetzt raus erstmal, lasse die ein bisschen kurz abtropfen. Wir haben mein Gyros hier weiter vor sich hin putzeln. Dann mache ich noch mal ein Pommesgewürz. Dazu nehme ich Paprika. Ruhig mal ein bisschen Paprika rein. So. Pfeffer. Ich nehme auf jeden Fall immer frisch gemahlenen Pfeffer, weil da entfaltet sich das Aroma wirklich erst richtig, wenn man den Pfefferkorn mahlt. So, gucke ich mal. Jetzt habe ich den Paprika so verteilt. Und was ich als nächstes brauche? Salz. Auch Salz kann man selber mahlen, aber in dem Fall. Ich habe mir im Prinzip ein eigenes Pommesgewürz gemacht. So ein kleines bisschen Curry. Nicht viel, gerade ein klein bisschen, dass man so leicht diesen Geschmack davon bekommt. Und jetzt verteile ich das erstmal auf dem Boden. Das habe ich mir jetzt fertig gemacht. Jetzt sehe ich, mein Gyros ist schon ziemlich weit, meine Pommes putze ich jetzt noch einmal durch. Während ich meinen Gyros jetzt schön rumrühre. Der sieht schon recht gut aus, so wie er ist. Ich glaube, der ist schon fast fertig. Das heißt, ich werde jetzt praktisch meine Pommes fertig machen. Und lasse dabei den Gyros noch ein klein bisschen anziehen. Ein bisschen auf den Haufen machen. Dadurch staut sich die Hitze etwas in diesem Berg drin, in diesem Haufen vom Gyros. Und das hilft noch ein bisschen für den Garvorgang. Das war es hierzu. Jetzt gucken wir mal auf die Pommes. Die gefallen uns so, wie sie sind. Lass sie mal ganz kurz abtropfen. Wichtig ist, dass ihr die wirklich gut abtropfen lasst. Weil das Fett, das schmeckt so ziemlich fettig. Also gucken, dass das Fett wirklich unten abtropft. Dann bekommt ihr auch so ein bisschen diesen bissigen Geschmack in der Pommes. Oder dieses bissige Gefühl, ohne dass die kaputt frittiert sind. Frittiert, jetzt habt ihr. Genau, richtig. So unsere Pommes. Also, Gas aus, Pommes aus. Komm, wir gehen wieder einen kleinen Moment abtropfen. Strom aus. Spart Strom. Das ist ja das, was wir in der heutigen Zeit wollen. Jetzt machen wir schön unseren Gyros darauf. So. Das ist eine gute Portion. Ja, sage ich mal so. Machen wir hier schon unseren Gyros rauf. Nicht zu viel, nicht zu wenig rauf machen, das soll ja auch noch immer einigermaßen schön auf dem Teller aussehen. Und trotzdem will man auch irgendwo relativ satt werden.
So, das haben wir hierzu zum Gyros. Jetzt nehmen wir die Pommes raus. Abgetropft sind sie. Die kommen jetzt in meinen Topf da rein, den ich ja vorbereitet hatte. Und jetzt schütteln wir die schön rum, die Pommes, damit das Pommesgewürz wirklich schön in allen Pommes verteilt. So, keine Angst haben, die fliegen so schnell nicht aus dem Topf, aus der Schüssel raus. Ruhig mal ab und zu drehen ein bisschen, dass sie sich auch gut verteilen können. So, dann kommen die Pommes noch hier auf den Teller rauf. Die müssen wir probieren. Lecker! Ja, das waren, ich weiß nicht, es hat ungefähr 10 Minuten gedauert mit allem drum und dran. Das ganze Essen hat jetzt gekostet 1, 2, 3, 4, ungefähr 7 Euro für 2 Personen. Ist relativ schnell gemacht, ist jetzt natürlich kein First-Class-Essen, aber das kann man mal schnell auf den Mittag machen. Schmeckt gut, macht Spaß und ja, das war's. Ich bin der Bernd und ihr seid hier bei www.hotoli.de.